Jetzt wird es ernst. Starkoch Alfons Schubeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihn zum Haftantritt geladen. Eine Sprecherin teilte der dpa zufolge mit, dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schubeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, allerdings werde er die Haft in den kommenden Tagen antreten müssen, hieß es. Das müssten die zuständige Justizvollzugsanstalt und Schubecks Vertreter nun untereinander absprechen. Ein entsprechender Belegungsplan sehe vor, dass Schubeck in der JVA Landsberg am Lech wird einsitzen müssen. Schubeck war im Oktober vergangenen Jahres wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu 3 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt worden. Dieses Urteil bestätigte der Bundesgerichtshof im Juni weitgehend, es sei im Wesentlichen rechtskräftig, entschied der BGH.